Es wird Zeit, um die ersten FCW Tag Team Champions zu krönen, hier bei Night of Champions. Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K14 Universe Mode. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen und über Finisher-Verschläge würde ich mich noch umso mehr freuen. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich das Match-Erlebnis auf Epic, auf Episch oder auf Normal belasse. Ich glaube, ich werde es auf Normal belassen, jawohl. Wir starten das Match hier. Franz und Cody gegen die Kings of Wrestling um die FCW Championships. Oh ja, ich glaube, ihr habt die noch gar nicht gesehen, ne? Wie ich die gestaltet habe. Vielleicht in der letzten Episode konnte man die für eine Millisekunde sehen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall starten wir dieses Match hier. Ich spiele natürlich mich. Und ich sollte zwischendurch wechseln können. Ja, kriege ich hin. So, und wir starten das Match hier gegen Chris Hero. Gegen Chris Hero, der ja kürzlich erst zu den Indies zurückgekehrt ist. Der ja aus seinem Developmental-Vertrag bei der WWE entlassen worden ist. Der Arme hier noch im Cash, in den Cash's Trunks. Aber das will man machen. Guter Bei, guter Mann. Wird sicherlich nicht sein letzter Verbleib in der WWE gewesen sein. Und gibt es jetzt hier den Tag mit Antonio Cesaro? Jawohl. Und da muss man natürlich am Anfang, muss man sich an den Anfang des Let's Plays zurückerinnern. Was war das für eine Rivalität zwischen Antonio Cesaro und Franz? Die letztendlich mit dem Sieg von Antonio Cesaro ausgegangen ist. Wer ja dann eine Chance auf die YouTube Championship sich erneut oder zurückverdient hat. Welche er leider nicht für sich nutzen konnte. Nein, Antonio. Das kriegst du so noch nicht. Na, das ist der Dragon Screw hier. Vom guten Claudio. Wie wär's, wenn wir mal taggen? Mit Cody, dem guten. So, Cody. Auf geht's in den Ring. Hier kriegst du den Boot ab, Cesaro. Und jetzt Cody am Werk hier. Und es geht jetzt wirklich um die Wurst. Es geht um die ersten FCW Tag Team Championships zu krönen. Oder so. Denn wenn man hier die Championships erreicht hat, dann hat man es hier geschafft bei FCW. Und jetzt gibt es den Tag wahrscheinlich. Chris Hero, alles klar. Gibt es den Weapon. Fake Weapon. Und das wird ein Neckbreaker. Cody Rhodes jetzt auf dem Top Rope. Und zeigt einen Crossbody, aber abgefangen von Chris Hero, der daraus einen Backbreaker macht. Wie kann da nochmal. Wie kann Cody da nochmal rauskommen? Erstmal kriegt er hier noch einen Death Valley Driver ab oder was wird das hier? Jawohl, das wird ein Death Valley Driver, den Cody Rhodes hier abkriegt. Der muss sich hier sputen, dass er hier eine Offensive zeigen konnte, da Franz es auch noch irgendwie nicht gebacken bekommen hat. Aber hier der Gutbuster. Dieser sitzt Cody erneut auf dem Weg zum Top Rope. Und zeigt jetzt hier einen Missile Dropkick. Erneut gekontert aber von Chris Hero. So, ab geht's wieder in die Seile. Fängt er ihn ab. Mit einem Scoop Slam. Quatsch, mit einem Scoop Power Slam. Mein Fehler. Gut, die Angry Storms hinterher. Die Forearms, die Schläge. Was auch immer, jetzt in den Front Face Lock. Gekontert aber mit dem Takedown. Ab, zurück. Und wieder der Power Slam. Was macht Cody hier? Er setzt hier wirklich gut nach. Und erneuter Power Slam. Und wieder aufs Top Rope. Was macht Cody hier? Er setzt hier einen Moonsault an. Er geht nicht oft aufs Top Rope. Aber wenn er es macht, dann schafft er es auch, was Schönes herzuzaubern. Hier erneut der Scoops Power Slam. Und Chris Hero läuft ständig auf Cody. No. Ab geht's. Bam. Aber nein, Chris Hero kann sich nochmal aus diesem Stomp befreien. Ja. Und wir sind hier gleich mit dem Finisher am Start. Oder haben gleich einen Finisher am Start. Eventuell sollten wir den mal einsetzen. Und oh, jetzt gibt's hier den Hot Tag an Cesaro. Oh oh. Aber Cody Rhodes lässt diesen nicht zu. Und Cesaro setzt anscheinend irgendwie nicht nach. Aus welchem Grund auch immer. So. Ich glaube, es wird langsam Zeit für einen Tag unsererseits. Oh! Oh! Was eine Aktion!
vom ehemaligen Claudio Castagnoli, beziehungsweise das ehemalige ist ja immer noch so, ist ja sein echter Name. Aber egal, hier der Enzo Giri. Ich denke, es wird Zeit für den Tag an Franz. Und Franz jetzt hier im Ring geschehen. Kriegt aber seinerseits den Michinoku Driver 2 ab. Muss ja aufpassen. Cesaro. Nicht zu viele Offensiven zeigt. Nicht zu viele Offensive zeigt. So. Jetzt gibt es doch endlich mal einen Konter und jetzt liegt doch mal Cesaro am Boden. Steht er auf. Kann er ebenfalls eine wunderschöne Aktion zeigen. Nein. Cesaro hier mit dem German. Am German. Wenn man so will. Hier der Armdrag. Jetzt gelingt endlich mal eine Offensive. Aufs Top Rope geht Franz. Und zeigt einen Elbow Drop. Wie aus dem Bilderbuch. Und hinterher kommt der DDT. Da ist er schon. Und es ist nicht mehr weit bis zum Finisher. Und dann zeigt Franz hier den Superkick, die Switchin' Music. Und das Cover hinterher. Ist das der Sieg schon? Eins, zwei, nein, Cesaro kommt nochmal raus. Oh mein Gott. Das hätte auf jeden Fall der Sieg schon sein können. So ein Superkick hat schon so einige Leute ausgenockt. Aber erstmal hier, der Twist of Fate. Der Twist of Fate. Aber Franz hat noch nicht genug. Denn er zeigt das Cover noch nicht. Auf geht's. Zurück zu Cesaro. So. Was wird das jetzt hier? Das wird der Whip-In. Und ich glaube, der Tag zu Chris Hero. Nein. Erstmal wird Franz erneut abgefangen mit dem Michinoku Driver 2. Jetzt kommt der Tag hier aber. Und Franz muss hier aufpassen. So. Und ich glaube, es wird Zeit für einen Tag. Und Cody und Franz. Und Chris Hero lässt diesen aber nicht zu und zeigt seinerseits den Yakuza Kick. Oh oh. So. So. Oh oh. Wird das etwa? Double Underhook Suplex. Eine sehr schöne Aktion. Eine sehr technisch visierte Aktion. Jetzt können wir das Comeback zeigen. Und kriegen aber die Knees ins Gesicht. Wird das was mit dem Comeback hier? Auf geht's. Nein. Gekontert. Oh oh. Wird das die Powerbomb? Ich glaube, das mit dem Comeback können wir irgendwie vergessen. Rope Break. Kein Pinansatz. Okay. Langsam wird Zeit. Wir müssen taggen. Wir haben das Comeback verloren. Oder wir machen Hot Tag. Ah, okay. Kann ich nicht mehr. Okay. Mann. Ich wollte doch gerade einen Hot-Tag zeigen. Jetzt kann ich einen Hot-Tag zeigen. Oh, oh. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Dreieck. Oh, oh. Viereck. So. So, Cody Rhodes jetzt hier. Mit dem Alabama Slam. Oh, 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 oh. Und jetzt geht er ins Cover. Und wäre das schon der Sieg? Aber was macht der Franz? Er geht in den Ring und greift ein. Wie? Warum? Wie kann das nur sein jetzt hier? Der Crossroads-Ansatz geht ins Leere. Chris Hero kontert und zeigt seinerseits einen Headbutt. Aber warum hat Franz denn dort eingegriffen? Und das wäre doch der sichere Sieg gewesen nach dem Alabama Slam. Jetzt gibt es den Tag hier anscheinend an Cesaro. Die Kings of Wrestling, wie gewohnt, mit schönen Tag-Team-Aktionen. Und wird das etwa der Neutralizer gleich? Cesaro hat den Finisher gestort und müsste ihn nur noch ansetzen. Schickt hier Franz vom Apron. Aber was macht Cody Rhodes jetzt? Was macht Cody Rhodes jetzt? Franz geht gar nicht mehr auf den Apron hier. Hat anscheinend gar keine Lust mehr im Match hier mitzuwirken. Und guckt sich das Ganze nur noch von der Seite hier an. Aber zurück im Ring. Und greift erneut ein. In den Pin. Und jetzt der Gottstyle Neutralizer von Cesaro. Jetzt muss Franz noch eingreifen. Was ist denn mit denen los? Was ist mit ihm los? Und das ist noch nicht der Sieg für die Kings of Wrestling. Aber das kann da irgendwie noch nicht wahr sein. Das, ich verstehe das nicht. Was ist denn da los? Ist da was vorgefallen zwischen Cody und Franz? Warum? Jetzt erneut Franz hier im Ring. Anscheinend will er auf gar keinen Fall
einen Sieg haben. Ziemlich strange. Cesaro jetzt hier mit einem Gut-Wrench Suplex. Das Cover setzt er wahrscheinlich gleich nach. Und jetzt muss Franz einfach eingreifen, sonst ist das Ding hier verloren. Zwei. Aber Cody mit Herz und Seele kickt er nochmal aus. Während die Kings of Wrestling einen Tag zeigen. Hier der Roll-Up. Aber der Rope-Break. Das Rope-Break, mein Fehler. Roll-Up von Hero. Ist das der Sieg? Jawohl! Und die Kings of Wrestling sind die neuen FCW Champions. Aber was ist denn mit Cody und Franz los? Was ist denn mit Franz? Warum hat er dort nicht eingegriffen? Er hat eingegriffen, aber auf der falschen Seite oder wie oder was? Er unterbricht die Pins von Cody an Cesaro. Anstelle andersrum. Wie? Warum? Wie kann das sein? Ich dachte, sie wären ein Tag Team. Franz hat doch diesen Spot angeboten. Nach SummerSlam. Nachdem Cody Rhodes ihn besiegt hat in diesem Slobber Knocker Matchup. Ich kann es noch nicht verstehen, Leute. Kann mir das einer erklären? In die Kommentare damit. Und hier sehen wir gleich die ersten FCW Champions. Die Kings of Wrestling. Chris Hero und Claudio Castagnoli. Und da seht ihr auch die Championships. Und die freuen sich natürlich. Und ich glaube, denen ist auch egal, dass Franz am Ende kein Interesse mehr gezeigt hat am Sieg dieses Championship-Matches. Der arme Cody Rhodes! Aber wie wird das jetzt nun weitergehen? Warum hat Franz das getan, was er getan hat? Und was passiert jetzt aus dem Team? Oder was passiert mit dem Team Franz, Cody? Franz und Cody? Ja, das und viel mehr in den nächsten Episoden von Let's Play WWE 2K14 Universe Mode. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei um 16 Uhr. Euer Franz. Tschüss!